schön du privilege it is to be with you. Was ein Privileg hier. There's such an energy here, isn't there? So eine Energie an diesem Ort. The energy is good, yeah. Oh, the energy is really good. It's Jesus. Es ist Jesus. And I'm just I don't know about you, but I'm fascinated by Jesus. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin fasziniert von Jesus. I'm in love with him. Ich liebe ihn. I'm amazed at him. Ich bewundere ihn. He shocks me. Manchmal schockiert er mich sogar. I'm fascinated. Ich bin einfach fasziniert. I mean, he engages my whole being. Ich meine, er hat mit meinem ganzen Sein zu tun, mit jedem Bereich. It's like it enables me to be the biggest geek in the world. Und es macht mich sogar manchmal zu dem größten Vollhorst der Welt. Because like, oh, he's fascinating. Weil er so fasziniert ist. And he's good. Aber er ist gut. Like a 4 or 5-year-old can utterly know him. So wie ein 4- oder 5-Jähriger ihn richtig gut kennen kann. And you know, a 95-year-old. Und auch ein 95-Jähriger. And in completely different ways, yet deep and powerful. In komplett verschiedenen Wegen, aber richtig, richtig kraftvollen Wegen. And I've got a really simple word today. Und ich habe ein ganz, ganz einfaches Wort heute für euch. But simple words, they're so profound. Aber manchmal sind die einfachen Worte die profundesten, die bedeutsamsten. Beautifully complex. Also wunderschön komplex. Yet simple. Aber doch so einfach. And it's blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Und das ist es, gesegnet sei der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Who has blessed us. Der uns gesegnet hat. In the higher dimensions. In den höchsten Höhen. With every spiritual blessing. Mit jedem geistlichen Segen. Every spiritual blessing. Mit jedem geistlichen Segen. Well, I thought that was good. Ich mean, that's enough for me. That's richtig gut. Das war's. Wow. I mean, blessing. Ich meine Segen. What a word. Was für ein Wort. In English, it doesn't really work. I don't know about English. Im Englischen funktioniert das nicht wirklich. It's like, you know, if I ask someone at the bus stop, what's blessing? Say again, please. If I ask someone at the bus stop, what's blessing? Wenn ich jemanden fragen würde an der Bushaltestelle, was ist Segen? I don't think they go, wow. Ich habe das Gefühl, die... Well, something a priest does or something. Ja, was ein Priester vielleicht oder ein Pastor irgendwie verteilt. The thing is... Die Sache ist... This blessing, dieser Segen, is in you. Der ist in dir. And if we really understood that, und wenn wir das wirklich verstanden hätten, we'd go, wow! Dann würden wir einfach nur sagen, wow! The trouble is, it's like one of those, you know, you play pass the parcel. You play that game where you pass the parcel, music stops, someone unwraps a layer. You never play that? Ah, doch. Okay, ihr kennt das Spiel, wenn man in Zeitungspapier Schokolade einpackt in mehrere Schichten und dann geht es darum, dass du würfelst und wenn du eine 6 hast, dann darfst du dann mit Handschuhen und Mütze und so weiter verkleidet, dass du es aufschneiden. I think that's a different game. Das ist wahrscheinlich doch ein anderes Spiel. Good enough to know that's a different game. No, that's not the game. That's not the game. Das ist nicht das Spiel. It's something different. So I'll forget that one. Also vergessen wir das Spiel. I remember being on a plane. Und ich erinnere mich dran, ich war mal auf einem Flugzeug. I've been on a lot of planes. Ich war auf vielen Flugzeugen. And when I'm awake. Und wenn ich dann wach bin. I kind of remind myself, whoever sits next to me is blessed. Dann erinnere ich mich daran, egal wer neben mir sitzt, derjenige ist gesegnet. And it's not my deodorant. Und es ist nicht mein Deo and oder mein Duft. It's not my charming personality. Es ist nicht meine wundervolle, charmende Personalität. Oh, my clever dress sense. Oder das ist nicht mein unglaublicher Modegeschmack. It's because blessing sits within me. Nein, sondern es ist der Segen, der in mir sitzt, der in mir lebt. So if you get near me, also wenn du mir nahe kommst, you get blessed. Dann wirst du gesegnet. And it's not like I'm a blessing, I'm amazing. Und es ist nicht so wie, oh, ich bin ein Segen, ich bin großartig.
It's a gift. Es ist eine Gabe, ein Geschenk. And it's accidental. Aber es ist wie ein Unfall passiert. Es ist aus Versehen. If you near me, you get accidentally blessed. Das ist so, wenn du mir nahe kommst, dann wirst du fast aus Versehen gesegnet. I can't help it. Also ich kann da gar nichts gegen machen. It's just gonna break out. Es wird einfach rausbrechen aus mir. There must be a mechanics to this, which fascinates me. Also da muss irgendwie ein Plan dahinter sein. Da muss eine Mechanik dahinter sein. But what I experience is accident. Aber das, was ich erlebe, ist einfach wie aus Versehen, wie ein Unfall. I'm on this plane. Ich bin auf diesem Flugzeug. And it's full of business people, you know, in suits. Und es ist voll von Geschäftsmännern. Ihr wisst schon, die mit den Anzügen. All, we're all flying back from Scotland to Birmingham. Wir fliegen gerade zurück von Schottland nach Birmingham. And there's this woman sitting next to me, and she's the only other person not in a suit. Und das ist die, da sitzt eine Frau neben mir und das ist die einzige Person, die keinen Anzug trägt. And her makeup was incredible. Und ihr Make-up, das war unglaublich. She looks stunning. Also sie sieht wundervoll aus. So as you do, I turn to her. Also wie man das macht, habe ich mich zu ihr gedreht. I hope you don't mind me saying, but you look amazing. Und ich habe gesagt, ich hoffe, das ist kein Problem für dich, aber du siehst großartig aus. I've gone through this massive inner battle inside. Can I say this? Und ich habe in mir diesen Kampf in mir, der sagt, oh, kann ich das sagen? Das ist gefährlich. But I could feel the Holy Spirit going, go on, go on. Aber ich fühle, wie der Heilige Geist zu mir sagt, mach weiter, mach weiter. so I did. Also habe ich es gemacht. And she went, oh, thank you. Und sie hat gesagt, oh, danke. It's my job. Das ist mein Job. I said, what, the makeup? It's your job? It's, yeah. Was, das Make-up? Das ist dein Job? I said, yeah. I said, what do you do? Ich habe gefragt, was ist, machst du denn? Was I, do, I do make-up for movie stars. Und hat sie gesagt, ich bin zuständig für das Make-up in Hollywood-Produktionen. And I've just been doing Tom Hanks in a movie. I've been his makeup artist. Und ich war derjenige, der zuständig war für das Make-up in einem Film mit Tom Hanks. Und ich war für sein Make-up zuständig. And I said, well, I can see why you're really good at it. Und ich habe gesagt, oh, ich weiß warum. I mean, du bist offensichtlich sehr gut. And inside I'm going, phew. Und innerlich denke ich, oh. I'm making sure my wedding ring is very, very visible. Und ich stelle sicher, dass mein Ehering auch zu sehen ist. But the conversation went pretty deep, you know. It's just very Aber quickly. Das deep. Gespräch wurde sehr tief, sehr schnell. And she said, well, you know, eventually she said, what do you do? Und dann hat sie irgendwann dann gefragt, wie das natürlich so passiert. Never, was machst du denn eigentlich? I never know how to answer that. Und ich weiß ehrlich gesagt nie, wie ich das beantworten soll. I need a word of knowledge every time. Und ich brauche jedes Mal ein Wort der Erkenntnis jedes to explain Mal, my job. Um meinen Job so zu I said, erklären. I'd heard something recently from a cleverer speaker than me. Und dann habe ich letztens etwas gehört von einem, der etwas schlauer ist als ich. So I drew a bit of that in. Und da bin ich dann reingegangen. Well, I work for a worldwide international agency. Da habe ich gesagt, weißt du, ich arbeite für eine weltweite globale Agentur. Helping people in crisis situations. Und wir helfen Menschen in Krisensituationen. And at this time I'm working for YWAM. So this is true. This is totally true. Und während dieser Zeit arbeite ich gerade für YWAM Jugend mit einer Mission. And she goes, wow. Und sie sagt, wow. I mean, and what do you do in that crisis situation? Und was macht ihr dann genau in diesen Krisensituationen? Oh no, I've got to go. Oh nein. So into my head comes. In meinen Kopf kommt. Well, one of the things. Also eine der Sachen, die wir tun, is we talk about, we document. Es ist da, dass wir darüber reden und dass wir dokumentieren. Angelic intervention. Wie Engel eingreifen. Because you hear a lot of bad news. Weil du hörst eine ganze Menge an schlechten Nachrichten. But you don't hear rescues and these beings, these aliens, aber that we call angels, seem to intervene. Aber du hörst nicht davon, wie Rettung stattfindet durch diese fast wie Alien, also sie sind Engel, die hineinkommen und Situationen verändern. And these things have to be word of knowledge, because 9 out of 10 people would go, what? Und das muss wirklich ein Wort der Erkenntnis gewesen sein, weil wahrscheinlich 9 von 10 Leuten gesagt hätten, she goes, was? She goes, wow. Und sie hat gesagt, wow. So, I want spirituality in my life. Ich möchte Spiritualität in meinem Leben. Tell me a story. Erzähl mir eine Geschichte von dem, was ihr erlebt. So I
So, dann erzähle ich ihr. I tell her a few stories. I tell her a story about ein paar Geschichten von dem, was er erlebt hat. An angel in the Arab Spring uprising in Egypt. Im arabischen Frühling, glaube ich. wo ein Engel hineinkam in die Situation. Do you remember the uprising in Egypt? Erinnert ihr euch an den Frühling, arabischen Frühling? There was an angel driving around in a taxi. Da war ein Engel, der in einem Taxi umhergefahren ist. Pulling up and getting people out of riot situations, saying, get in. Der auf einmal aufgetaucht ist und Menschen aus gefährlichen Situationen rausgeholt hat und gesagt hat, komm, steigt ein. And driving people to the police station. Und hat Menschen dann zu der Polizeistation gefahren. Saying, you'll be safe in there, go in there. Und er hat dann gesagt, da drin werdet ihr sicher sein, geht da rein. You know, because we had YWAMers on the ground. Und weil wir ein paar von Jugend mit einer Mission da hatten. Because the police... So when we talked to the police, they said, "This is crazy." Und wenn, als wir zu der mit der Polizei gesprochen haben, kam nur, das ist verrückt. There's some guy going around in a taxi all around Cairo, rescuing people. Da ist ein Typ, der fährt quer durch Kairo mit dem Taxi und rettet Menschen. But it's impossible. Aber es ist unmöglich. We don't know how he knows where to go. Er weiß überhaupt nicht, wo er hingehen soll. Because we don't know where the riots are breaking out. And he seems to be all over the city at the same time. Und er scheint irgendwie überall in der Stadt zu sein, bloß halt zum selben so I'm saying, Zeitpunkt. You know, we're fairly sure from all our experiences, you know, we have thousands of experiences. This is an angelic intervention. Und wir können mit ziemlich wahrscheinlicher Sicherheit sagen, aufgrund unserer Erfahrung, dass das ein Engel sein wird. She goes, wow, I want that. Und sie sagt, wow, das will ich. I want that. I'm hungry for spirituality. Das will ich. Ich bin hungrig nach Spiritualität. Everyone is leaving the plane now, because we've landed. Und jeder geht jetzt aus dem Flugzeug raus. Wir sind mittlerweile angekommen. It's gone very quiet around our conversation, because I think everyone's kind of listening, because it's a weird conversation. Und um uns herum wird es ganz leise, weil irgendwie wahrscheinlich jeder zuhört. Es ist ein sehr interessantes Gespräch. But they're all filing off, and you can see it's getting nearer to us, because we're at the back of the plane. Aber jeder nach dem anderen packt seine Sachen, geht raus, und langsam sind wir an der Reihe. And she says this. Und sie sagt das. You're a priest, aren't you? Du bist ein Pastor, oder? Priest. Can you say priest? Can you translate priest? Priest. Okay. Du bist ein Priester. And I say yeah. Ich sag ja. Because we're all priests. Weil wir alle Priester sind. A priest is someone who is authorized to carry blessing. Ein Priester ist jemand, der die Autorität hat, einen Segen zu tragen. So she said, "Can you bless me?" Dementsprechend sagt sie, kannst du mich segnen? I said, for sure. Ich habe gesagt, natürlich. So you need to stand up. Du musst aufstehen. Fortunately, she was quite short. Unvorteilhafterweise war sie ein bisschen klein. So she could stand underneath the luggage bins, because she was in the window seat. Und sie konnte direkt unter dieser Gepäckreihe stehen. And I'm on the aisle seat, so I can stand up. I'm okay. Und ich bin eher so ein bisschen auf der Seite des Ganges, so deswegen kann ich einfach so aufstehen. I said, do you mind if I touch your forehead? Und ich habe gefragt, wäre es okay für dich, wenn ich deine Stirn berühre? And she says, yeah, please. Sie hat gesagt, ja, natürlich, bitte. She closes her eyes. Sie schließt ihre Augen. There's a few businessmen looking. Da sind schon ein paar Geschäftsmänner, die gucken. I think, I go, oh, I'm blessed. Und ich denke mir, oh, ich bin gesegnet. I've got that. I just, now I bless you. Und jetzt segne ich dich. In the name of Yeshua. Im Namen von Yeshua. And she fell over. Und sie fiel um. And she's shaking. Und sie zittert. Which I think is fascinating. Was ich sehr faszinierend because finde. She's not a Christian. Aber sie ist überhaupt kein Christ. So how did she learn to do that? Also wo hat sie gelernt zu zittern und umzufallen? And she's kind of going, oh, oh, what is this? Und sie sagt, oh, oh, and was said, ist das? It's Yeshua. Und ich sage, das ist Yeshua. She said, and she's going, wow. Sie sagt, wow. And now the plane has got, you know, people getting off, it's coming to us and we have to get off. Und immer mehr Leute steigen aus dem Flugzeug aus und es ist jetzt an uns. And she's there kind of like in this blissed state for 5-6 seconds. Wow. Und sie ist in diesem Zustand, diesem träumerischen Zustand, verzückten Zustand. And she looked at me with her eyes glowing and a sie schaut mich an mit ihren Augen, sie lächelt. What do I do now? Was mache ich denn jetzt? And I can hear the Holy Spirit saying. Und ich höre den Heiligen Geist sprechen. She's just met me. Sie hat mich gerade getroffen. You just come.
bottle. You can't bottle Jesus meeting people into a system. It's like, du kannst nicht wie eintüten oder in so eine kleine Flasche packen, wie Jesus Menschen begegnet, wie ein System. Into my head comes Google Yeshua. Und in meinen Kopf kommt Google Yeshua. And find out about his life. Und finde heraus, was es über sein Leben zu erfahren gibt, das sage ich ihr. And then we get sucked into the columns, rushing off the plane. Und auf einmal werden wir hineingezogen in die Massen und gehen aus dem Flugzeug raus, weil es spät ist. This blessing thing. Diese Segenssache. It's extraordinary. Es ist unglaublich. I mean, how do you communicate that in a culture that's not religious like mine? Ich meine, wie kommunizierst du sowas in einer Kultur, die nicht religiös ist, wie zum Beispiel meine? I mean, the nearest word I can think of is luck. Das, was am nächsten kommt, das Wort, das wäre wahrscheinlich Glück. I go into religious panic because luck is from the god Loki. Und ich werde dann auf einmal irgendwie so ein bisschen nervös, weil das Wort luck, also Glück, kommt von dem Gott aus der nordischen Mythologie Loki. And it doesn't mean everything is fantastic. You know, it doesn't mean you don't have problems in life. Und es Segen bedeutet nicht, dass du keine Probleme mehr im Leben hast. Sometimes the problems come your way. Manchmal kommen die Probleme so direkt auf dich zu. But there's this blessing. Aber das ist dieser Segen. Luck. Dieses Glück. Oh. Ah. That comes through you. Das einfach durch dich hindurch fließt. And just makes things sparkle. Und es macht Sachen einfach sprudelnd, pulsierend. That brings peace in the storm. Das bringt einfach Frieden in den Sturm. Way back at the start of my time in Youth with a Mission. Viel, viel weiter davor, als ich gestartet habe bei Jugend mit einer Mission. I was having a holiday with some other friends. Da hatte ich gerade Urlaubszeit mit ein paar Freunden von mir. And because we're YWAMers, I mean, we didn't have a lot of money. Und weil wir halt bei Jugend mit einer Mission waren, also Missionare, hatten wir nicht viel Geld. And we had an old car. Und wir hatten ein altes Auto. Which was fantastic, because it was a gift from someone gave us their old car. Und das war fantastisch, denn es war ein Geschenk. Jemand hat es uns geschenkt. We now could go on holiday. Also wir gehen eigentlich niemals in Urlaub. And we're driving down the motorway to the beautiful part of England, the south. Aber jetzt gehen wir zu diesem wunderschönen Ort in England, in den Süden, mit diesem Auto. And our car breaks down. Und unser Auto bleibt einfach stehen, Motorschaden. So we pull over to the hard shoulder. Also gehen wir an den Straßenrand. And our friends pull over in front of us. Und unsere Freunde auch, die gehen auch raus, fahren auch raus. And he's a bit of a mechanic. Und einer von meinen Freunden ist so ein bisschen mechanisch bewandert. And he's looking in the car. Und er guckt im Auto. And you know, we're trying a few things. Und wir versuchen so ein paar Sachen. And after 10 minutes he goes. Und nach 10 Minuten sagt er, no, we're not going to fix this, Paul. Nee, das werden wir nicht mehr reparieren können. Something wrong with your carburetor. Da ist irgendwas falsch mit der Batterie. It says you need a new part. Ja, wir brauchen eine neue Möglichkeit. As we're saying this, a car sprechen, pulls over. Kommt auf einmal it's a ein Auto rübergefahren. A three-wheeled car. Es ist ein Auto mit nur drei Reifen. Ever seen one of them? Three-wheeled car. Habt ihr die schon mal gesehen? Bright red. Knallrot. I mean, they are classed as a motorbike in the UK. Also eigentlich sind sie klassifiziert oder werden als Motorräder eher gehandelt in Großbritannien. They're quite interesting to be in. They wobble. Es ist ganz schön interessant da drin zu sein, weil die wackeln so interessant. And this short guy gets out. Und dieser kleine Typ kommt raus. Very scruffy. I mean, also sehr. He looks really untidy. Also er sieht sehr schmutzig aus. He doesn't look clean. Er sieht absolut nicht sauber aus. And he's coming towards us as we're bent over the bonnet of the car. Und er kommt zu uns und er schaut so drüber über das Auto. And he comes up, he goes, "Can I do anything to help?" Er sagt, kann ich irgendwas tun, um zu helfen? And I'm like, I don't know why, I'm annoyed. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich genervt. No. Nein. Not unless you've got a carburetor. Nicht, in the back es sei of your denn, car. Du hast eine Autobatterie in deinem Auto. Who stops on the hard shoulder to help someone? It just doesn't happen in England. Und wer stoppt denn bitte irgendwann da auf einem Seitenstreifen, jemand anderes zu helfen? You wait for the breakdown company to come. Du erwartest, dass der ADAC kommt. I say, have you got a carburetor in the back of your car? Und wir fragen, du hast eine Autobatterie in deinem Auto? You know, so I'm quite rude with him, really. Und ich bin schon ein bisschen unfreundlich, muss ich zugeben. No. Und er sagt, nein. So, oh well. And he just stands there, just looking.
Und er steht einfach und guckt. And I'm still talking to my friends. Oh, well, ich rede immer noch mit meinen Freunden. Is there anything else we could try? Ist irgendwas, was wir machen können? And this guy interrupts and says, well. Und dieser Typ kommt und unterbricht uns und sagt, also. I'll be going then. Dann würde ich jetzt mal gehen. And I went, okay. Und ich habe gesagt, ja. And he stepped round me. Und er geht um mich herum. Came to the side of the car. Er kommt zur Seite des Autos. And on the side of the engine compartment. Und an der Seite des ganzen Motorbereichs. He goes, bang, bang, bang. Macht er bang, bang, bang. And he looked and he smiled. Und er guckt uns an und er lächelt. And he went, I'll go then. Und dann sagt er, ich gehe dann jetzt mal. And I'm thinking. Und ich denke. I'm thinking. Ich denke. Weird God. Was für ein verrückter, creepy Typ. And off he goes to his car. Und los geht's, er düst zu seinem Auto. And my friend says, I've fiddled with some, you know, give it a try. Oh, ich füll das mit irgendwas und dann versuchen wir uns mal. You know, so I immediately get in the car. Also wir gehen gleich ins Auto. Engine starts. And my friend goes, whoa! I mean, I get out and we're looking at what did you do? Was hast du gemacht? I know there's no way. That's amazing. Hey, wie kann das denn sein? Das geht nicht. Das ist unglaublich. Then I go, who was that guy? Wer war der Typ? And we look up the motorway. Wir gucken einmal die Straße entlang. 4 miles of straight motorway. 5.5 kilometers straight motorway. 5.5 Kilometer einfach nur gerade Straße ohne ein Auto drauf. No red three-wheel car. Kein dreirädriges rotes Auto zu sehen. It's like was it Jesus dressed scruffily? Also es könnte Jesus gewesen sein, nur so ein bisschen schmutzig angezogen. I see, I think angels sometimes have a dress problem. Manchmal haben Engel, habe ich das Gefühl, die haben so ein Problem, einfach was ihren Klamottenstil angeht. You know, probably in the wardrobe, there's not quite enough clothes. Also ich glaube, irgendwie in ihrem Kleiderschrank, da ist nicht viel Auswahl. Businessman. Geschäftsmann. Australian. Australier. Homeless guy. Obdachloser. Oh, I take that one. Oh, I take that one. Ich nehme mir den. And what have I have so many stories like ich that. Ich habe so viele Geschichten wie diese. It's like just lucky. Es ist einfach nur Freude. But blessed aber is a much richer word. Es ist irgendwie wie Glück, aber es ist Segen ist viel tiefer. And it's in your life. Und es ist in deinem Leben. No, really. So wirklich in deinem Leben. He's spoken over you. Blessed. Hat über deinem Leben ausgesprochen. And without gesegnet. That, nothing works. Und auch wenn nichts funktioniert. Unless he goes blessed, it doesn't work. Nichts funktioniert, es sei denn, er spricht aus über dir, gesegnet. Blessed. Gesegnet. No, the thing about this, it's not like a solid substance. Weißt du, das ist irgendwie nicht so wie was Festes, Anfassbares. You know, if I did what the Hebrews did. Und weißt du, wenn ich das machen würde, was damals im hebräischen Verständnis take, like, a sie big, gemacht haben. Big handful of lard, fat, butter. Okay, dann hätte ich eine volle Hand genommen, voller Butter, voller Fett, okay. Voller Schmand. And I go, be blessed. Und ich hätte das dann überall hingerieben und gesagt, sei gesegnet. And it's dripping off you. Und es wird so runterlaufen am Gesicht. And it's and that's like solid stuff, isn't it? Und das ist was anderes. Anfassbares. But it's the best representation that God could give them of something that you can't actually put very well in this realm. Und das ist das beste Bild, was Gott uns gegeben hat, wie wir Segen verstehen können in unserem Bereich gerade. It's a sparkling energy, wheel within wheels. Das ist so ein bisschen wie so eine sprudelnde Energie, so Räder in Räder. Like a nuclear reaction. Das ist wie so ein Atomkern. It's a motion. Und die Atom. It doesn't sit on you. Weißt du, das sitzt nicht einfach auf dir. It swells around you. Das geht so um dich herum und es umgibt and it, dich. And it drags you into it. Und es zieht dich hinein. And if you're not careful, you can get dizzy. Und wenn du nicht aufpasst, dann kann dir schwindelig. And it's moving. Und es bewegt sich, es ist Bewegung. And it's moving through you. Und es bewegt sich durch dich. And that weird thing is. Und das Verrückte ist. You don't do anything. Du machst gar nichts dabei.
You just go, yeah, pull me into Christ. Du sagst nichts außer, oh ja, zieh mich hinein in Christus. And it's not words. Und es sind nicht Worte. I mean, it is words. Ich meine, es sind Worte. I mean, if you're going to squash it into this realm, you have to express it with words. Wenn du das in unseren Raum hier in das Sichtbare hineindrücken würdest, dann wäre es irgendwie, ja, Worte. Be blessed. Sei gesegnet. But I mean, in English. I mean, to an English person. Aber, that doesn't mean anything. Aber zu einer englischen Person, auch zu einer deutschen, wird das nicht viel bedeuten. Live. Ist wie, lebe. Do well. Dir soll's gut gehen. Accidental goodness. Unverdiente Unfallgnade. But, und Güte. But God's invisible. Aber Gott ist unsichtbar. So, he doesn't have a mouth. Es hat kein Mouth? I mean, he does have a mouth. He does have a mouth. But he's not got a mouth. Ah, es hat keinen Mund. Ich meine, es hat einen Mund, aber es hat keinen Mund. So, speaking to him must be something bigger. Also mit ihm zu sprechen, das muss was Größeres sein. When he goes, let there be light. Wenn er spricht, lass da Licht sein. I mean, it's not a mouth. Das ist, somewhere in outer space going, let there be light. Da ist kein Mund, der irgendwo da so im Weltraum ist. Lass da Licht sein. It's an amazing, technologically beautiful, relational movement. Nein, das ist eher eine technologische, beziehungsorientierte Bewegung, which comes out with joy, die herauskommt mit großer Freude. Be! Sei! Und things respond. Alles antwortet darauf. That's going on in you now. Das findet statt jetzt in dir. There's nothing you can do about it. Es ist nichts, was du da dazu tun kannst. The more you fight it, the more, you know, you're going to exhaust yourself. Ja, je mehr du dagegen angehst und gegen ankämpfst, umso anstrengender wird das für dich. You just relax and fall into it. Also entspann dich einfach und fall einfach rein. You know, and people think, I've got to do a good Christian life. Und Menschen denken, oh, ich muss so ein gutes christliches Leben leben. I mean, in a way, you got to stop trying to do a good Christian life. Und ich würde sogar sagen, du musst auf eine bestimmte Art und Weise musst du vielleicht auch damit aufhören, gutes christliches Leben zu führen. And just let this good Christian life come out of you like. Sondern lass dieses gute christliche Leben heraus aus dir kommen. Sometimes I wake up and I'm just thinking, what's God gonna do today? Manchmal wache ich auf und denke, was wird Gott heute tun? How's he gonna blow my mind today? Wie wird er heute wieder meinen Verstand sprengen? It's, what are you gonna suck me into, God? Wo wirst du mich heute rein, Gott? That's, he's better than me at this. You just don't know where that's gonna lead you. Du weißt einfach nicht, wo es dich hinführen wird. I mean, I don't know whether you're aware. Also ich weiß nicht, ob du dir darüber bewusst bist. As I'm telling these funny stories, während ich diese ganz lustigen Geschichten erzähle, you're being activated inside. Da wird in dir etwas aktiviert. It's just, etwas kommt zum it's Leben. Just, dir. It's going, wow, und es macht Luke, I feel your force. Wow. The wrong Luke, ich spüre deine. falscher Film. It's there. Es ist da. And I'm telling these stories. Ich erzähle diese Geschichten. Not because I'm amazing. Nicht weil ich großartig bin. I am amazing. Also I know ich bin großartig. But no more amazing than you're amazing. Aber nicht großartiger als du großartig We're bist. Differently amazing, wir sind unterschiedlich großartig. No one's the same. Niemand ist gleich. Wow. That's just mind blowing. Das ist Verstand sprengend. I went to a conference with two church leader friends. Mit zwei Freunden von mir, die auch Gemeindeleiter sind. To introduce them to more supernatural stuff. Um sie einfach ein bisschen mit hineinzunehmen in diese Welt der Übernatürlichkeit. Because they thought I'm the crazy one in the. Weil sie haben immer gedacht, er ist so von unserem Freundeskreis so der leicht verrückte. They're really into good stuff. I mean, they're great
people. Ich meine, die waren schon richtig gut drauf, die beiden. But you know, they say, oh, you're the one who floats off with angels. Aber die sind immer so, ja, du bist ja der fliegt immer mit Engeln und so. So I said, well, come to this conference. Also, wir kommen zu dieser Konferenz. And yeah, it was a great conference. Und ich meine, es war eine großartige Konferenz. And we sat at the back, so they were safe. Und die haben dann so hinten gesessen, da waren sie sicher. It was a good time. Ich meine, es war eine super Zeit. But the best stuff happened outside of the conference. Aber das Beste, was passiert ist, ist tatsächlich nicht in der Konferenz, sondern außerhalb der Konferenz passiert. By accident. Durch einen Zufall. Weird. I wonder what accidents are going to happen to you today. Ich frage mich, was für fast wie Unfälle heute this, positiv gesehen this, heute zu dir this, passieren. Or this week. Oder diese Woche. But we were staying in a hotel. Also wir sind da gerade in einem Hotel abgestiegen. On the last day, the woman came to serve us breakfast on the last morning. Und am letzten Tag, am letzten Morgen, kommt diese Dame herein und serviert uns unser Frühstück. She said, "Have you enjoyed your stay?" Und sie hat gefragt, und haben Sie denn auch Ihren Aufenthalt genossen? And we're British, so of course we did. Und wir sind Briten, also natürlich haben wir das. If we didn't, we wouldn't be telling you. Und wenn wir es nicht gemacht hätten, dann würden wir es dir so, wahrscheinlich auch yeah, nicht erzählen. Yeah, yeah, no, but it, you know, yes, good stay. Ja, es war wunderschön, and she pointed at me and said, und sie hat auf mich gezeigt. Good to have you back again. Und schön, dass du wieder da bist. Oder dass sie wieder da sind. I'm like, ich bin. And my two friends again. Und mein Freund sagt, have you been here before? Warst du schon and mal I'm hier? Going, und ich so, nein. Was I here before? I said, war ich schon mal hier? She said, oh yeah, not so long ago. Don't you remember? Ist gar nicht mehr so, ist gar nicht so lange her. Weißt du es nicht mehr? I know when this is happening. This is the blessing thing. Und wisst ihr was, das, was da passiert ist, das ist diese Segenssache. Because if God opens something up, weil wenn Gott etwas öffnet, wenn Gott etwas aufschließt, for you to give something to someone, damit du jemandem etwas gibst, there's some kind of supernatural tendency to trust you. Da ist diese übernatürliche Tendenz, einfach dir etwas anzuvertrauen. And that often translates as you look familiar. Und das ist dann, kann sich manchmal darin äußern, dass du einfach dann für Menschen bekannt aussiehst. So I look familiar to her. Also ich sehe für sie bekannt aus. Well, it's either that or an angel went there with my face. Es war wahrscheinlich so, dass da ein Engel war, der einfach mein Gesicht hatte. Which can happen. Was passieren kann. But I then go, something's going to go on here. Und dann auf einmal denke ich, irgendwas ist hier gerade in der Luft. Yeah, we're three priests. Ja, wir sind drei Priester. And we're at this conference and und wir sind gerade bei dieser Konferenz. We're looking for people to bless. Und wir suchen einfach nach Menschen, die wir segnen können. She said, "Would you bless me?" Sie hat gesagt, würdet ihr mich segnen? Yeah. Natürlich. This is I'm kind of into Buddhism at the minute. Und sie hat gesagt, ich bin gerade so ein bisschen buddhistisch unterwegs. And doing a lot of meditation. Und ich mache viel Meditation gerade. Will your blessing work? Wird dann euer Segen auch funktionieren? Oh yeah, we said we bless with Yeshua. It's much more. Auf jeden Fall, wir segnen im Namen von Yeshua. Das ist viel mehr. It'll sit on top of that really well. Das ist ein Level höher. Das sitzt einfach oben drauf. She goes, yeah, okay, bless me. Und sie hat gesagt, okay, dann segne. So I said, you know, can we touch your, you know, touch your shoulders. Ja, da können wir wieder deine Schulter berühren beim Segen. And again we pray for at Frühstück and she falls und dann haben wir während over. Des Frühstücks für sie gebetet und sie fällt um. We didn't let her fall over because we're holding her up. So, naja, okay, wir haben sie nicht umfallen lassen, wir haben sie schon aufrecht gehalten. Wir haben sie aufgefangen. And she's going, thank you. Thank you. And we sat and talked to her for a while. Und wir haben uns mit ihr hingesetzt und haben eine ganze Weile geredet, uns unterhalten. It's blessing on your life. Das ist Segen auf deinem Leben. Everywhere you go, überall wo du hingehst, you're a blessing. Bist du ein Segen. This is the Abrahamic covenant. Das ist der abrahamitische Bund. You're blessed. Du bist gesegnet. Oh, and by the way, you'll be a blessing. Ach so, und falls ich es vergessen hatte, und du bist ein Segen und sollst ein Segen sein. If you get lost in the first bit, I'm blessed. Wenn du in dem ersten Teil so ein bisschen verloren gehst, so, ich bin gesegnet. The other will accidentally happen. Dann wird der zweite Teil einfach fast wie ein Zufall dich ansprechen. Be blessed. Sei gesegnet. At the same conference, we went out for a meal at a pub. Und bei derselben Konferenz gehen wir einfach abends was essen. And the woman serving us, und die Frau, die uns bedient, you know, you've enjoyed your meals. Hat gefragt, und
haben Sie ihr and Essen genossen? She said to me, und sie hat mir gesagt, great to have you here again. Schön, dass Sie wieder da sind. My two friends are going, oh, what is this? Und meine Freunde sagen, oh, nicht schon wieder, going, was ist das jetzt? I don't know, this doesn't happen all the time. Ich sage, ich weiß es auch nicht, das passiert einfach. But I know straight away, there's some blessing meant to happen. Aber ich weiß sofort, da muss irgendwie jetzt gerade so ein Segen wieder freigesetzt werden. Da ist irgendwie diese Verbindung, da ist diese Gunst gerade in dem Raum. Und es funktioniert sogar, wenn man auf einmal unterbrochen wird. Und ich erzähle euch das jetzt nicht, damit ihr denkt, oh, er ist groß. To put your radar up, so you're looking for who am I going to bless? Sondern dass dein Radar sich aufstellt und schaut, wen kann ich segnen? Where's God opening connections? Wo ist Gott gerade dabei, eine Verbindung herzustellen? With no agenda. Ohne irgendeine Agenda. This blessing has no ties. Dieser Segen, der hat keine Knoten. It's a blessing. Es ist einfach ein Segen, that speaks for itself, der einfach für sich selber spricht and leads to bigger things, und der einfach zu tieferen und größeren Dingen führt. My train, I missed my train from Birmingham to London. Ich habe meinen Zug mal verpasst von Birmingham nach London. And there was a connection halfway and I missed the connection. Da ist zwischendurch ist ein Umstieg und bin ich zu spät angekommen. And I was really frustrated, war sehr frustriert. This meant I missed the really good train. Weil dieses Mal habe ich einen wirklich guten Zug verpasst. And I had to get on a rubbish train. Und jetzt habe ich auf so einen Müllzug gemusst. So I'm thinking this is the devil. Und ich habe mir gedacht, das ist der Teufel. So I get off. Also steige ich aus. And it's an hour till the train comes. Eine Stunde. I think, oh. I'll go and have a coffee. Na gut, dann trinke ich the Lord Kaffee. Has blessed us with coffee. Der Herr hat uns gesegnet mit Kaffee. And I go to the coffee shop. Und ich gehe dann so in das Café that's hinein. That's okay here. In the Netherlands you can't say coffee shop. So it's a cafe. Es ist okay, wenn du das hier sagst. In den Niederlanden wird das schwierig, wenn du sagst, ich gehe da in so ein Café. And it says closed for decoration. Und da steht, es ist geschlossen. And I think, this is definitely the devil. Und ich denke mir nur, das ist definitiv ein Angriff des Teufels. Warfare mode now. Und jetzt gehe ich so in geistliche Kriegsführung. And I think I'm going to find a cafe. Jetzt werde ich aber einen Kaffee finden. So I get out of the train station. Also ich gehe raus aus der Station. And just to the right of the train station, there's a cafe. Und dann ganz in der Nähe ist ein Café. Und ich denke, so I go to the cafe. Ich gehe dahin. And I go up to the counter and I say, can I have coffee? Und ich gehe dort zur Bedienung und frage, kann ich Kaffee haben? And I'm looking and there's only one table left. I'm thinking, thank you, Jesus. Und ich sehe, da ist nur noch ein Tisch frei. Ich denke mir, danke, Jesus. And she says, oh, I'm sorry, the coffee machine is broken. Und sie sagt, oh, es tut mir leid, aber die Kaffeemaschine ist leider kaputt. We can give you instant coffee. Wir können dir instant Kaffee geben. And I'm like, the devil. Just... Oh, der Teufel. So I go, okay. Also denke ich mir, okay. Sit down at the table thinking, what is going on, Jesus? Und ich setze mich an diesen Tisch und ich denke mir, was ist hier los, Jesus? And I'm trying to enjoy this coffee. Und ich versuche, diesen Kaffee zu genießen. And in comes a woman with a pram. Und dann kommt eine Dame rein mit einem Rollator. And it's a double pram. Two kids. Ach so, mit twins. Kinderwagen. Entschuldigung. And, also nicht die Dame, so. I said it like a grandma with a wheelchair. Also okay, das war eine andere Dame mit Zwilling im Kinderwagen, so ein Doppelter. And her man is behind her. Und ihr Mann ist hinter ihr. And she speaks English to the kids and Italian to the man. Und sie spricht mit den Kindern Englisch, aber mit dem Mann spricht sie Italienisch. And they're looking for somewhere to sit. Und sie suchen nach einem Platz, wo sie sitzen können. And there's nowhere to sit. Und da gibt's offensichtlich keinen. I took the last table. Weil ich ja den letzten Tisch genommen hatte. But I say, hey, come, you can sit here. Aber ich sage, hey, kommt her, setzt and euch you zu know, mir. I'm British, so I move my chair away, you know, so they've got lots of space. We have to have personal space. Und ich bin Brite, deswegen rutsche ich so ein bisschen ab, weil and, ihr wisst, als Briten wir respektieren immer so die Privatsphäre. But I can't. They sit down, but I can't resist talking to her.
Und sie setzen sich hin, aber ich konnte nicht widerstehen, ich musste zu ihnen sprechen. Hey, I am so jealous. Und ich habe zu ihnen gesagt, wisst ihr was, ich bin so neidisch. Of your kids. Was eure Kinder angeht. Because they're going to grow up speaking English and Italian. Weil sie aufwachsen werden und sie werden Englisch sprechen und Italienisch. You know, and she's smart. Yeah, that's really cool. Und sie lächelt und sagt, ja, das ist großartig. I said, yeah, that's really cool. Und ich sage, ja, das ist wirklich cool. She said, it's good to see you again. Und sie sagt, es ist wunderbar, dich wiederzusehen. So I go, okay. Also sage ich, okay. Oh, and I go, remind me, where was it we met? Und sag mal, wo wir schon dabei sind, kannst du mich nochmal dran erinnern? Wo war es nochmal, wo wir uns getroffen haben? Don't you remember? Weißt du es nicht mehr? Erinnerst du dich nicht? You spoke at our church. Du hast doch bei unserer Gemeinde gesprochen. And I'm thinking, oh. Und ich sag, okay. Oh. I said, oh. Where's your church then? Wo war deine Gemeinde nochmal? And she says, oh, it's in this town. Oh, das ist hier in dieser Stadt. Rugby. It's called Rugby. Rugby heißt And I'm sie. Thinking, I haven't spoken in a church in Rugby. Ich habe noch nie in einer Gemeinde in Rugby gesprochen. Said, what's the name of your church? Wie heißt nochmal der Name von deiner Gemeinde? Oh, it's the Spiritualist Church. Oh, das ist die spiritualistische Kirche. You said, do you have the same thing here, like they talk to the dead? Also habt ihr das auch? Das ist also you know, hier in Eutin habt ihr das auch? Da, die haben eine Kirche und da sprechen sie mit den Toten. So was haben wir nicht. They have someone at the front. No, we don't. They have someone at the front who talks to the dead. Da ist jemand vorne und der spricht mit den Toten und dann so erzählt going, er. I go, really, did I? Und da habe ich gesprochen. And she says, yeah. Und sie sagt, ja. So I said, well, what did I talk about? Und kannst du mich nochmal dran erinnern, wovon habe ich nochmal gesprochen? It was really good. Oh, es war wirklich gut. It was very different. Es war sehr anders. You were talking about Jesus. Du hast über Jesus gesprochen. What did I say? Aber was habe ich denn gesagt? You know. She's going a bit like, but don't you remember? Hä, das weißt du nicht mehr, was du gesprochen hast? Jesus and how he was the light. Du hast über Jesus gesprochen, wie er das Licht and he ist. Was, and you needed to just let go of darkness because he was the only true light. Und dass man loslassen muss von Dunkelheit, weil er das einzig wahre Licht ist. And I said, oh, of course. Und ich sag, oh, natürlich, ja. And she said, yeah, it was really good. Oh, ja, es war wirklich gut. She said, I'm so glad I've met you again. Oh, ich bin so froh, dass ich dich getroffen habe. Because I wanted to talk to you about it. Weil ich da so gerne mit dir drüber sprechen wollte. I wanted you to bless me. Ich wollte so gerne, dass du mich segnest. Would you do that now? Have you got time? When's your train? Have you got time? Wenn du Zeit hast, ich weiß nicht, wann dein Zug geht, aber wenn du Zeit hast, vielleicht wäre das möglich jetzt. I got 5 minutes left. I'll bless you. Ja, ja, klar. Ich segne euch. So what do I pray? Also was bete ich denn jetzt? I said, put your hand on your heart. Can I touch your heart? Und ich habe gesagt, magst du vielleicht deine Hand einfach auf dein Herz halten? Darf ich da meine Hand drauf legen? I think I prayed something like, Holy Spirit, come. Und ich habe gebetet sowas wie Heiliger Geist, komm. I want you to rewire her on the inside. Ich möchte dich bitten, dass du sie wieder neu umwickelst in ihrem Inneren. Will you magnetically adjust her? Und würdest du wie magnetisch sie wieder zusammensetzen? And reconnect her to the light. Und sie wieder neu mit dem Licht in Verbindung setzen. We don't want the darkness anymore. Wir wollen nicht die Dunkelheit. And I'm looking at her like, we don't want that. She's going, no, don't. Und ich schaue sie an. Wir wollen die Dunkelheit nicht mehr, ne? Und sie sagt, nein. We let the darkness go. Wir lassen die Dunkelheit los. And we want your light to live in her now. Und wir wollen dein Licht, das in ihr lebt, jetzt. And she goes, ooh. Und sie sagt, wow. That's good. Das ist gut. I said, yeah. Ich habe gesagt, ja. I said, it's not just light. Das ist aber nicht nur Licht. It's a person. Es ist eine Person. But it's a light. Aber es ist ein Licht. But it's a person. Aber eine Person. And it's Yeshua. Und es ist Yeshua. She goes, wow. Sie sagt, wow. My train was arriving. Mein Zug kam. I said, oh, gotta go. Ich muss leider los. And she said, thank you so much. Danke, vielen, vielen Dank. Yeah, I said, you know, look for stuff on Yeshua online. Und ich habe gesagt, google einfach nochmal Yeshua. Guck mal, was das Internet hergibt. And I'm thinking, oh, that was the point of the interruption. Und ich gehe weg und ich denke mir, ah, jetzt weiß ich, warum das alles passiert ist. Even in your life. Auch in deinem Leben. Things are going to go wrong. Werden Sachen schief laufen scheinbar. And it's an opportunity. Und es ist eine Möglichkeit. Because you're a blessing. Weil du ein Segen bist.
You are dangerous. Du bist gefährlich. When you go into Lidl, you are dangerous. Wenn du bei Lidl einkaufen gehst, du bist gefährlich. When you walk past people in the aisles, you're wow, wow. Wenn du an Menschen vorbeigehst durch die engen Gänge von Lidl, dann machst du wow. And you know what? You don't have to make loads of things happen. Und weißt was? Du musst es nicht möglich machen, viele Gelegenheiten. You just stay alert. Sondern du bist einfach aufmerksam. Holy Spirit, what are you doing? Heiliger Geist, was tust du? What are you doing? Was tust du? And you smile at the cashier. Und du lächelst einfach die Kassiererin an. And you say, have a nice day. Und du sagst, haben Sie einen schönen Tag. Because you're American. No, that's right. That's right. Have a nice, be blessed. No, weil Sie Amerikaner sind, nein, Sie sind Australier. Nein. Nine times out of ten, that's it. In 9 von 10 Fällen ist es genau das. But one time out of 10, something else happens. Yeah. Say one time out of 10? Yes, something else happens. Aber einmal in 10 Momenten passiert etwas ganz anderes. And you step in a little bit more. Und du gehst ein bisschen weiter rein. And then sometimes, one time out of 100, it goes even deeper. Und dann vielleicht, wenn einmal von 100 Mal, wo du das gemacht hast bei Lidl, geht es noch tiefer. Is to bless. Dein Ziel ist es, zu segnen. That will lead people to Jesus. Das wird Menschen zu Jesus führen. And that's what's going to happen in Eutin. Und das ist das, was in Eutin passieren wird. Lübeck. In Lübeck. Amen. Kiel. In Kiel. Even Hamburg. Sogar in Hamburg. That's a big thing. Das ist eine große Sache. Wow. You're blessed. Ihr seid gesegnet. To be a blessing. Um ein Segen zu sein. It's too late. Schon zu spät. There's nothing you can do about it. Ihr könnt nichts mehr daran ändern. You better just cooperate with it. Es ist besser, wenn ihr einfach euch damit eins macht. Life's hard if you try and resist it. Weil Leben kann sehr, sehr anstrengend sein, wenn man versucht, dagegen anzukämpfen. Better to let go. Es ist besser, loszulassen. And go on the theme park ride. Und es ist besser, wenn du dich einfach reinsetzt in die Loopingbahn und mitmachst. So, by the authority vested in me. Also durch die Autorität, die in mich hineingelegt wurde. Like it is in you. So wie sie in dir ist. I bless you. Segne ich euch. In Jesus' name. In Jesu Namen. May you do well. Möge es euch gut gehen. May you impart joy. Mögt ihr Freude weitergeben. Freiheit, Forgiveness, Vergebung, Lightness, Leichtigkeit, to many people, vielen Menschen gegenüber. May you look back, mögt ihr zurückschauen, and go wow, und sagen wow, you've touched many people through me. Gott, du hast viele Menschen durch mich berührt. And the best thing, und das Beste, is you've touched me, ist, dass du mich berührt hast. Amen. Amen.